Erstmal würde ich sagen, dass das, glaube ich, komplett die richtige Entscheidung war, jetzt auch noch im Nachhinein. Also wir hatten so viele Ausfälle, Hamed ist krank geworden, ich bin krank geworden, auch nochmal hinten raus und wir hätten das Spiel einfach wirklich nicht spielen können. Jetzt ist alles gut. So, nach so einer Krankheit dauert das immer ein bisschen, bis man wieder in Fahrt kommt. Man kann nicht von 0 auf 100 sofort anfangen, das geht natürlich nicht. Spieler brauchen auch, ne? Man fängt ein bisschen ruhiger an am Anfang der Woche und dann steigert man das so kontinuierlich dann bis zum Ende der Woche, um sich auf das Spiel vorzubereiten. Wir hatten das große Glück, dass eigentlich nach dem Wochenende, Anfang der Woche, nach Montag, Dienstag früh, waren eigentlich die meisten über den Damm wirklich. Wir haben Montag ganz, ganz leichtes Training gemacht, nur ein bisschen werfen. Da war dann Enosch der Einzige, den es ein bisschen später auch erwischt hatte als alle anderen, war ein bisschen länger noch krank. Ist eine unglaublich kampfstarke Mannschaft. Also auch die Spiele, die sie vorher verloren haben, da darf man sich von den Ergebnissen gar nicht täuschen lassen. Also wenn die mit 20 Punkten verlieren, dann heißt das, dass sie wirklich trotzdem bis zur letzten Minute gekämpft haben. Die haben dann auch gegen Trier, wo sie viel zurückgelegen, wo sie weit zurückgelegen haben, gekämpft, waren auf 8 Punkte wieder ran, haben nie aufgesteckt. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Haben jetzt gegen Hanau überzeugend gewonnen. Also Respekt dafür wirklich. Das haben vielleicht nicht alle so erwartet. Ja, viele erfahrene Spieler, die sich bewiesen haben in der Pro A. Chris Alexander sicherlich sticht da heraus, statistisch, aber auch von seiner Rolle her, wie sie Basketball spielen. Gut gecoacht. Ja, das ist ganz, ganz gefährlich. Also total. Man sieht die Ergebnisse und das ist ja auch normal. Man guckt immer ins Internet und liest, oh ja, okay, die haben schon wieder verloren, stehen 1-4 jetzt da. Wenn man sich dann mal anguckt, gegen wen sie überhaupt gespielt haben, also MBC gleich als ersten Gegner, als klarsten Aufstiegsfavoriten. Trier, in Trier ist immer super schwierig zu spielen. Ja, also das sind alles schwere Gegner gewesen. Und deswegen darf man sich da von dem Tabellenplatz oder von der Bilanz, die sie jetzt gerade haben, überhaupt nicht blenden lassen. Das ist immer eine schwierige Situation. Also gerade dann für die Vorbereitung von Spielen, für Scouting, wenn dann auf den letzten Drücker dann noch ein Spieler dazukommt oder auch einer weggeht und da wird einer ausgetauscht. Wir hatten das vor dem ersten Spiel Ehing auch, da wurde dann auch nochmal schnell einer dazugeholt. Man versucht, so viele Informationen zu bekommen, wie man bekommen kann. Ja, man schaut im Internet, vielleicht kennt man einen Coach, für den der Spieler vorher schon gespielt hat. Jetzt bei Jackson hatten wir das Glück im Unglück, dass er letztes Jahr in Köln gespielt hat. Das heißt, wir kennen den sehr gut. Wir haben Videomaterial, wir haben Kontakt zu dem Trainer. Das heißt, da war das jetzt nicht ganz so problematisch, wie wenn du jemanden hast, den du vorher noch nie gesehen hast. Das ist jetzt brutal, da muss man sich gar nichts vormachen. Die nächsten Wochen werden ganz, ganz schwierig, ganz anstrengend werden. Also wir haben ja jetzt durch die Spielverlegung im Prinzip 2 Doppelspieltage direkt aufeinander folgend. Den hinteren Doppelspieltag mit Crailsheim und Gotha, 2 absolute Top-Mannschaften, die dann nochmal zu uns kommen. Also ich glaube, dass in den nächsten Wochen man wirklich schon einfach den Grundstein legt und dass man richtig sehen kann, wo geht die Saison hin. Also das geht jetzt ganz, ganz schnell und da muss man unglaublich konzentriert arbeiten, da muss man einen Schritt vor den nächsten tun und das ist die nächste Gefahr. Du hast so viele Spiele vor der Brust und dann manchmal führt das dazu, dass du anfängst, schon über den übernächsten Gegner zu reden und vielleicht den du jetzt gerade aber aktuell, auf den du dich konzentrieren müsstest, den vergisst du dann so ein bisschen oder vergisst Details und das ist auch gefährlich. Man muss fokussiert sein, man muss konzentriert sein, jedes Spiel nacheinander. Es hört immer, diese Floskeln sind immer so doof, aber ja, es ist wirklich, der nächste Gegner ist der wichtigste Gegner. Ja, die Heimspiele sind das Highlight. Also da freuen wir uns riesig drauf. Ja, wer hier schon mal in der Halle war und sich so ein Spiel angeguckt hat, die Atmosphäre ist unglaublich. Die Fans gehen mit. Das muss man wirklich mal gesehen haben. Und das ist für uns das Allerwichtigste, diese Spiele zu gewinnen. Erstens für uns selber, zweitens aber auch, um das zurückzugeben. Das ist total klar. Und ich glaube, wenn man eine erfolgreiche Saison spielen will, dann ist das an allererster Stelle steht, du musst deine Heimspiele gewinnen. Das ist ganz wichtig. Und von daher freuen wir uns sehr auf das Essensspiel. Wir wissen, dass das eine Riesenchance ist, die Serie weiter fortzuführen und uns auch ein bisschen Zuversicht und Selbstvertrauen für die Auswärtsspiele, für die schwierigen, die dann kommen, geben.